Ganz kurzer Disclaimer zur Technik. Ich habe da immer wieder mal so Flackerer im Bild drin. Ich habe mir einfach unglaublich ungünstig hingehockt. Vielleicht habe ich auch irgendwas an der Kamera falsch eingestellt, bevor jetzt 7000 Leute meinen, was ich richtig einstellen muss. Das ist eine GoPro. So viele Einstellungsmöglichkeiten hat man da gar nicht. Und ja, da müsst ihr entweder durch. Oder wenn nicht, dann immer schön weggucken, wenn ich irgendwas von Bildern, wo man irgendwas sieht, erzähle. Dann könntet ihr in dem Moment wieder hingucken. Dann ist wahrscheinlich gerade irgendwas im Bild was anderes als ich bin. Und ja, das wäre so der Vorschlag zur Güte. Tut mir leid, nächstes Mal hocke ich mich wo Gescheiteres hin. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Und damit legen wir aber auch los. Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute mal eine andere Stelle. War keine so gute Idee. Ich dachte, ich brauche mal Abwechslung. Habe jetzt hier nichts Gescheites gefunden und hocke jetzt so mitten im Gestrüpp. Ja, geht auch mal. Ist schon gar nicht mal so gemütlich. Starker Modergeruch. Nicht, dass das nichts Natürliches wäre, aber so geil finde ich den gar nicht. Egal. Jedenfalls wollte ich schon wieder was zu Seven vs. Wild erzählen. Ich mache schon auch noch anderen Krempel nebenher, keine Sorge. Aber da die zweite Folge ja jetzt doch schon so ein Brocken gewesen ist mit sehr viel Material, wo eben auch viel Zeugs zum ersten Mal zu sehen war, muss ich da im Grunde jetzt eigentlich gleich nochmal meinen Kommentar dazu loswerden. Und dann hoffentlich erst wieder ab der vierten oder fünften Folge die Notwendigkeit sehen, da schon wieder was zu erzählen. Ne? Aber ja, ne? Also zunächst. Zunächst mal, ich habe mir ein paar Notizen gemacht in grauenhafter Sauklaue, die mir zu eigen ist. Aber ich würde einfach der Reihe nach durchgehen, was ich zu sagen habe. Zu manchen Sachen habe ich ein bisschen Bildmaterial rausgesucht, zu anderen Sachen nicht. Zum Beispiel, es gibt also offensichtlich doch wechselgrüne Pflanzen bzw. wechselgrüne Bäume auf der Insel. Das war mir ja beim letzten Mal noch nicht so hundertprozentig klar, ob das so ist oder nicht so ist. Das ist auch wirklich schwierig zu recherchieren. Ich habe jetzt nochmal weitergesucht und immer noch keine vernünftige Literatur zu dieser Insel gefunden. Herzlichen Dank übrigens auch für den Kommentar des Kollegen aus der Geologie, der da auch meinte, dass es gar nicht so einfach wäre, Literatur zu den Perleninseln zu finden. Und er da auf die Schnelle nichts zur Geologie gefunden hat. Er meint aber, dass sich die ja, Gesteine weitestgehend aus Basalt und Brekzien zusammensetzen. Das leuchtet mir ein. Na, wie dem auch sei, jedenfalls Brekzien, das ist so ein ja, Mischgestein aus verschiedenen großen eckigen Teilchen, vorsichtig ausgedrückt. Und das dürfte so das sein, was da am schnellsten verwittert auf der Insel. Die basaltischen Steine sollten deutlich langsamer brauchen, also deutlich witterungswiderstandsfähig sein, als es eben bei den Brekzien der Fall ist. Das heißt, dass wir so eine deutliche Unterteilung der Insel in gute Bereiche mit hoher Vegetation und nicht so gute Bereiche mit niedriger Vegetation finden können. Das könnte auch sehr, sehr gut damit zusammenhängen, dass die Lava einfach eben in dieser Form, wie sie halt geflossen ist, irgendwann mal geflossen ist und bei verschiedenen Ergüssen dann verschiedene Lavaarten zum Vorschein kamen. Eben einmal diese Brekzien-Lava oder beziehungsweise das, was dabei rauskam, als die Lava als Brekzie erstarrt ist, und eben die liebe basaltische Lava. Letztere, wie gesagt, viel stabiler. Das heißt, die Böden, die basaltischer Natur sind, kann durchaus sein, dass darauf eher unser Trockengestrüpp rumsteht. Und bei den besseren Böden, die so in ihren Bereich Brekzie gehen, und das kann man auch so ein bisschen sehen, weil man den Boden ja zum Teil sieht, zum Beispiel diese Wand, wo der Fritz sein Wasser rauskommt. Ausfiltert, das dürfte ein Brekziengestein sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Man möge mich korrigieren, wenn ich da jetzt völlig daneben liege, aber das sieht sehr, 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 sehr danach aus. Ja, und darauf steht dann ja auch meistens der dichtere Bewuchs, beziehungsweise dürfte der dichtere Bewuchs zumindest möglich sein. Und wir haben relativ tiefgründige Böden obendrauf, wo wir keine tiefgründigen Böden haben. Soll heißen, einfach nur wenig Boden. Du kannst da maximal 20, 30, 40 Zentimeter tief buddeln und dann kommst du auf den Stein und dann geht es einfach nicht mehr weiter runter. Das Problem hat eine Wurzel auch, die möchte da auch gerne noch ein bisschen tiefer graben, kann sie aber nicht, weil da kommt der Stein. Also das Ausgangsgestein sogar, nicht nur ein Stein, sondern nur noch Stein. Und ja, das ist auch, um das kurz nochmal aufzugreifen, dann wahrscheinlich mit ein Grund, weshalb wir auch keinerlei tropischen Regenwald auf der Insel finden können. Diese ganz hohen Bäume, durch die ein solcher Regenwald gekennzeichnet ist, haben schlicht und ergreifend auch gar nicht genug Boden, um sich gut genug zu verankern, um dann diese Baumhöhe zu
erreichen. Für so einen 35, 40 Meter Baum brauchst du normalerweise mindestens einen Meter Wurzelraum, mindestens besser anderthalb, und im tropischen Bereich sind das häufig dann trotzdem auch gleich zwei. Also an Platz für die Wurzel mangelt es da selten, eher an Nährstoffen, und eben auch an Wasser darf es halt eben gar nicht mangeln, weil bei den hohen Temperaturen, die auch in der Trockenzeit herrschen, eben das Wasser aus dem Boden schnell verbraucht ist und dann die Bäume nichts mehr abbekommen. Und will man, dann hat man zwei Möglichkeiten. Das hatte ich letztes Mal ja auch schon ansatzweise erklärt als Pflanze. Entweder man bleibt halt einfach klein und sparsam. Das ist der Fall in diesen Gebüschen, die, wie man auch im Making-of sehen kann, das ganze Jahr über grün sind. Oder man wird halt groß, packt seine Krone deutlich weiter hoch, als es alle anderen tun, hat dann aber das Problem, dass man eben die Trockenzeit nicht übersteht, ohne vorher mal das Laub abzuwerfen. Und dann sehen wir das eben schön bei den Bäumen, die das tun. Wie gesagt, Bild liegt bei. Also die diesbezügliche Verwirrung sollte dann jetzt geklärt sein, nur so als kleine Ergänzung zum letzten Teil. Das war jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen langweilig, aber da müssen wir alle durch, denn jetzt geht's weiter. Zum Wasser wollte ich ganz allgemein noch sagen, es gibt da ja auch extra noch diesen kleinen, mit dem kleinen Totenkopf und dem kleinen Warnhinweis, Texteinblendung. Die finde ich übrigens sehr cool gemacht, dass es da solche Texteinblendungen in etwas ausführlicherem Maß, als das bei Staffel 1 der Fall war, gibt, die darauf hinweisen, dass Sabrina, die ist es nämlich, die anderen natürlich auch nicht einfach so Wasser in tropischen Gebieten, Oberflächenwasser saufen sollten, weil das nämlich sehr gefährlich, trinken selbstverständlich. Sabrina säuft natürlich nicht. da dann eben sehr gefährlich sein kann, weil da alle möglichen wirklich, wirklich bösen Dinge im Wasser drin sein könnten. Und das möchte ich auch nochmal betonen, das habe ich zwar im Vorfeld schon mal getan, aber kann man nicht oft genug sagen. Gerade in Äquatornähe ist Oberflächenwasser ganz, 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 ganz oft nicht trinkbar, eben weil da ein Haufen ganz böse Dinge drin sein können, wobei natürlich gilt, die Darmflora passt sich ihren Aufgaben an. Das heißt, wenn man da eine Weile ist, insbesondere da geboren oder da aufgewachsen oder da seit Jahren lebend, dann kann man da ganz andere Wasser trinken, als wir als Mitteleuropäer das können. Und dann hängt es nochmal immer individuell von der jeweiligen Darmbeschaffenheit, vor allen Dingen des jeweiligen Kandidaten oder der Kandidatin natürlich, ab. Wie gut man denn solches verunreinigtes Wasser da über verträgt. Da gibt es Leute, die werden da die schlimmste Dreckbrühe saufen können und dem passiert nichts. Und es gibt Leute, die trinken das, was für andere Leute problemlos Trinkwasser wäre, und es ist halt trotzdem schon zu viel. Das ist also immer eine ganz individuelle Angelegenheit. Soll heißen, wenn ich jetzt sage, da würde ich nicht draus trinken, das sieht böse aus, und dann kommt ein Kandidat und trinkt da draus und dem passiert nichts, dann heißt das nicht unbedingt, dass ich nicht recht habe. Das heißt dann lediglich, dass er Glück gehabt hat. Ja, und dass ich theoretisch vielleicht auch nicht recht habe. Das will ich ja gar nicht ausschließen. Aber meistens ist es doch einfach irgendwie wirklich ein Zusammenspiel aus trinkendem Individuum und Wasserqualität. Bei der Wassergeschichte jetzt auf der Insel, nachdem die Leute da jetzt angekommen sind, gilt ja grundsätzlich, dass die wahrscheinlich relativ schnell Durst bekommen werden, weil es ist da ja warm, sieht man später am Otto, der ist ja ordentlich am Schwitzen, was ich nachvollziehen kann, wird mir auch so gehen. Und das führt natürlich jetzt zu einer schwierigen Situation. Wenn du nicht bald was zu trinken findest, hast du ein Problem. Wenn du dann aber einfach alles trinkst, was gerade irgendwie dir vor die Füße bzw. Zwischen die Hände kommt, dann kann das eben auch sehr wohl ein Problem sein. Da muss man jetzt den richtigen Balance finden zwischen dem Bedürfnis, was zu trinken, und eben der Sicherheit des Wassers gegenüber. Und da ist grundsätzlich natürlich noch eine Möglichkeit, einen Genießbarkeit-Test durchzuführen. Den gibt es auch häufig bei möglicherweise essbaren Pflanzen, die Empfehlung, einen solchen Genießbarkeitstest durchzuführen. Ich erkläre es mal ganz, ganz kurz. Habe ich letztes Mal auch schon gemacht, das bei der ersten Staffel auch schon gemacht, aber trotzdem, man nimmt ein winzig kleines Stück irgendeiner Pflanze, nimmt da ein winziges Fätzchen davon, hier sowas, sieht man gar nicht, und weg ist es. Also wirklich ein ganz kleines Stück, so eine Menge hier vielleicht,
ja, vielleicht noch weniger, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, zerreibt die erstmal, schmiert sich das auf die Haut. Kriegt man einen Ausschlag, sollte man es nicht essen. Kriegt man keinen Ausschlag, dann kann man so eine winzig kleine Menge erstmal essen. Kann man natürlich noch vorher dran riechen. Riecht es irgendwie scharf, riecht es irgendwie auffällig, dann auf jeden Fall auch Finger von lassen. Die Pflanze sollte, das ist auch nochmal wichtig, möglichst Fraßspuren aufweisen. Das ist hier so ein bisschen der Fall, weil wenn da niemand dran frisst, hat es meistens einen Grund. Sieht also die Pflanze aus wie aus einem Blumenfachgeschäft und du stehst trotzdem eigentlich da, wo jede Menge Viecher unterwegs sind, die da potenziell an der Pflanze knabbern könnten. Dann wissen die Viecher, warum sie es nicht tun, dann ist sie häufig giftig. Also auch da kann man erstmal optisch sehr, sehr viel rausfinden zu der gelegenen Geschichte. Und wenn man sich das alles, die Mühe alle gemacht hat und wirklich mal ein kleines bisschen was probiert, dann wartet man hinterher eine Weile. Je länger, desto besser natürlich, aber im Regelfall vielleicht eine Stunde. Dann isst man eine nochmal doppelt so große Menge. Also dann in unserem konkreten Fall, das ist übrigens Hasel hier, völlig harmlos natürlich, so eine Menge vielleicht. Vielleicht wartet noch mal eine Stunde, wenn einem nichts passiert, isst man dann so eine Menge und dann vergrößert man das peu à peu und wartet immer wieder eine Stunde, bis man dann irgendwann eine ausreichend, ja, eben nicht. Man darf es dann nicht meinen, jetzt habe ich ein komplettes Blatt davon gemampft nach und nach und jetzt kann ich beliebig viel davon essen. Da kann auch ein sehr langsam wirkendes Gift oder sehr wenig Gift, das dann erst bei großen Mengen von Pflanze zum Tragen kommt, drin sein. Deswegen sind diese Genießbarkeitstests immer so ein Thema und es gibt Pflanzen, die so verdammt giftig sind, zum Beispiel dieser Apfel, den sie da rumstehen haben. Das habe ich mir leider schon wieder nicht gemerkt, wie der heißt. Ja, da ist er auch, der Manchinellbaum. Ich vermute mal, so spricht man den aus. Jedenfalls, der wird ja auch mehrfach in der Serie erwähnt und zählt tatsächlich zu den giftigsten Bäumen der Welt. Er wird auch Todesäpfelchen genannt. Also wenn man das Ganze so ein bisschen übersetzen möchte ins Deutsche, einen offiziellen deutschen Namen hat er irgendwo nicht. Das ist häufig bei Pflanzen, die weit, weit weg vor ihr Vorkommen haben, dass sie keinen deutschen Trivialnamen wirklich bekommen haben und gehört zu den Wolfsmilchgewächsen, den sogenannten Euphorbien. Da ich ja Botaniker mehr oder weniger bin, würde ich lieber Euphorbien als Wolfsmilchgewächse sagen, weil das Letzteres hört sich einfach falsch an. Euphorbien hört sich richtig an. Bisschen Klugscheißerwissen. Solltet es euch mal auf eine tropische Insel mit Vulkanboden verschlagen und ihr findet da irgendeine Holzpflanze, von der ihr nicht das Geringste wisst, insbesondere wenn sie nicht allzu riesig ist, also kein 30, 40 Meter hoher Baum, sondern irgend sowas zwischen 15 und 2 Metern oder auch nur 1 Meter oder was auch immer. Oder es ist eine sukkulente Pflanze, dann kann es auch häufig eine Euphorbie sein. Ja, aber all dieses Zeug, Euphorbien sind somit die häufigste Gruppe von Pflanzen, die man auf solchen tropischen Vulkaninseln finden kann. Das heißt, stellt euch einfach vor irgendeine Pflanze, reibt euch nachdenklich das Kinn und sagt, das müsste eine Euphorbie sein. Erstens wird man es euch glauben und zweitens habt ihr eine sehr hohe Chance, dass es sogar stimmt. So ein Manchinella-Baum ist häufig irgendwie rot gekennzeichnet. In diesem Fall ist jetzt nur ein Streifen dran. Manchmal haben sie auch ein rotes X oder direkt einfach ein Schild, der vor der Pflanze warnt. Gehört wahrscheinlich wirklich zu den aller giftigsten Bäumen der Welt. Das bedeutet insbesondere auch, dass die gesamte Pflanze von oben bis unten durchaus ein gewisses Gefahrenrisiko mit sich bringt. Sobald das Ding irgendwie verletzt wird, kann Milchsaft austreten, je nachdem wie gut die Wasserversorgung des Baumes ist, wird das auch passieren. Lediglich, wenn er kurz vorm Austrocknen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sofort Milchsaft austritt, relativ gering. So, dieser Milchsaft ist derart aggressiv, dass der massive Hautreizungen und ja, ordentliche Geschwüre und ähnliche Späße verursachen kann. Insbesondere, wenn man ihn in die Augen kriegt, kann zu Erblindung führen, auf Schleimhäuten sowieso super, super unangenehm. Also wirklich extrem gefährlich. Nimmt man das Ganze dann auch noch oral auf, also ist tatsächlich auch so ein Äpfelchen, was da dran hängt, dann dürfte einer im Regelfall ausreichend sein, auch ein 100-Kilo-Mann recht schnell umzubringen und da hilft dann auch häufig nicht mehr viel, wenn man da nicht sehr, sehr schnell im Krankenhaus landet. Es gibt ein paar Stoffe, die angeblich als Gegenmittel wirken sollen, die soll es auch bei benachbarten Pflanzen zu finden geben, witzigerweise. Das ist allerdings schwierig wissenschaftlich überprüfbar, was da dran ist an den jeweiligen Gegenmitteln. Man hat das auch nie im größeren Stil untersucht, warum nicht? Naja,
aber gibt wenig Freiwillige, die es ausprobieren wollten, schlicht und ergreifend. Ja, aber die Giftigkeit, das ist vielleicht noch wichtig zu wissen, geht sogar so weit, dass auch das Holz nicht niemals als Brennholz genutzt werden sollte, weil der Rauch, der dann vom Feuer aufsteigt, ebenfalls wieder diese Giftstoffe enthalten kann, die beim Einatmen extrem gefährlich sind und auch sonst einfach, wenn man den Rauch abbekommt, in die Augen oder ähnliches, schwere Reizungen verursachen können. Salzwasser soll angeblich auch helfen. Hat man also was von dem Gift insbesondere auf die Haut bekommen, dann wäre ein Besuch im Meer ratsam. Noch besser einfach einen Riesenbogen um das Ding machen, sobald man da diese kleinen Äpfelchen dran sehen kann oder Blätter, die sonst irgendwie an Apfel erinnern. Ich blende euch gerne nochmal die Blätter ein. Ja, dann einen großen Bogen da drumherum machen. Ne? Also, das ist wirklich ein extrem fieses Teufelszeug und sicherlich eine der am realistischsten, also zumindest von der Pflanzenwelt her, eine der größten Gefahren, die die Insel tatsächlich zu bieten hat, weil, ja, wenn du da nicht aufgepasst hast beim Briefing und stellst irgendwelchen Unsinn mit dem Ding an, dann bist du im Prinzip raus. Wahlweise mit schweren Hautentzündungen oder halt eben tatsächlich hin. Das überrascht mich, ehrlich gesagt, ein Stück weit, dass es tatsächlich so eine realistisch als tödlich zu bezeichnende Gefahr, auf dieser Insel überhaupt gibt. Boah, hätte ich jetzt nicht erwartet im Vorfeld. Gut, weiter im Text. Ja, jedenfalls, ja, wenn man so einen erwischt, dann überlebt man den Genießbarkeitstest gar nicht. Das ist immer also der große Nachteil. Es gibt Pflanzen oder Pilze natürlich auch, bei denen so ein Genießbarkeitstest überhaupt nicht zu überleben wäre. Blöd, ne? Ja, bei den meisten Sachen merkst du es, es wird dir erstmal ein bisschen schwummrig, es wird dir erstmal ein bisschen schlecht und dann brichst du den Test ab und weißt, dass du diese jeweilige Pflanze eben nicht essen kannst oder zumindest nicht solltest und gut ist. So, und das gleiche Prinzip kann man dann eigentlich auch mit Wasser machen. Also, nochmal, ja? Dieser Genießbarkeitstest, das ist eine uralte Survival-Technik und die ist dafür da, dass dir gar nichts anderes zur Verfügung steht an Möglichkeiten, um rauszufinden, ob das denn jetzt nun genießbar ist oder nicht. Das ist immer mit einem großen Restrisiko verbunden und ist eine Scheißmethode. Noch besser wäre, was heißt noch besser? Am besten ist es grundsätzlich immer nichts zu essen, was man nicht kennt. Und in einem 7-Tage-Szenario braucht man ja überhaupt nichts essen. Dementsprechend wäre es hier für die Kandidaten empfehlen. Wenn sie es nicht genau wissen, dass sie es essen können, ist dann auch nicht zu tun. Das heißt, das weiß vielleicht eventuell so ein Otto, dem würde ich das vielleicht zutrauen, dass er das ein oder andere erkennt. Der Fritz möglicherweise und ansonsten eigentlich noch der Joris. Dass der Dinge erkennt, hat er ja schon bewiesen. Das bin ich übrigens auch außerordentlich beeindruckt von. Und ja, ne? Nochmal zum Wasser. Das macht der Fritz. Der Fritz trinkt ja erst ein kleines Schlückchen aus seiner Flasche, was er da aus seiner Breccia gefiltert hat, also dem Boden, dem Stein, wo das da raustropft. Untergrund, sage ich jetzt einfach mal zusammenfassend, ist eine Mischung aus beiden. Da sind ein paar Bodenelemente, da sind ein paar Steinelemente dabei. Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ist wahrscheinlich mehrfach durch verschiedene vulkanische Eruptionen überdeckt worden und schwierig. Geologisch sehr, sehr spannend. Egal, jedenfalls trinkt er erst ein kleines Schlückchen, weil er eben genau das macht. Er führt einen Genießbarkeitstest durch und wartet jetzt erstmal. Und wenn ihnen dann schlecht wird, dann war das eine schlechte Idee, aus diesem Wasser eben zu trinken. Wenn nichts passiert, dann nimmst du eine größere Menge, wartest, nimmst wieder eine größere Menge, wartest. Also das kann man mit Wasser auch machen. Im Gegensatz zu mit Pflanzen kann man sich bei Genießbarkeitstests mit Wasser eigentlich so gut wie nicht umbringen. Wenn Wasser nicht gut ist, dann merkt man das relativ schnell an dem üblichen Symptomen wie Flitzekacke. Das ist so eigentlich das Standardsymptom, das jedes verunreinigte Wasser mit sich bringt. Und wenn man das hat, in einer Situation, in der man eigentlich gar nicht viel isst oder so gut wie gar nichts isst, dann hat man ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass das Wasser offensichtlich nicht in Ordnung gewesen ist. Ja. Grundsätzlich eben bei dem Hinweisschild, dass sie eben bei Sabrina einbrennen, eben in den Tropen nicht einfach irgendwelches Wasser zu trinken. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Natürlich muss man irgendwie mal rausfinden, ob es Salzwasser oder Süßwasser ist. Also eine Handvoll probieren und feststellen, dass es sich um Süßwasser handelt. Wenn es Salzwasser wäre, würde man sofort merken. Das ist schon mal prima. Aber ich habe ja auch schon im letzten Teil gesagt, bei Brackwasser ist es manchmal gar nicht so eindeutig. Also Wasser, das zum Teil Süß- und zum Teil Salzwasser enthält.
Und ja, da kann man dann ruhig noch ein, zwei andere Hände probieren, beziehungsweise spätestens, wenn man dann davon meint, eine größere Menge konsumieren zu können, nochmal auf jeden Fall darauf achten, ob das denn auch. Ich habe hier irgendwelche lustigen Vögel. Das ist so die übliche Vorgehensweise und besser Vorsicht als Nachsicht. Ich habe auch ein paar Bilder, die man zu bezüglich Wasserqualität der einzelnen Leute noch ansprechen könnte, mache ich dann an der entsprechenden Stelle. So, dann die berühmte Gefahr durch Kokosnuss. Tatsächlich muss ich sagen, bin auch ich drauf reingefallen, dass Kokosnüsse nämlich im Jahr 150 Menschen killen würden, ist ein Mythos bzw. eine Legende, die sich dadurch weltweit verbreitet hat, weil das auch gerne von Greenpeace zum Beispiel, in dem Fall können Sie da gar, ja, will ich Sie da gar nicht groß anmeckern, aber zum Beispiel durch Greenpeace verbreitet wurde, weil sich wunderbar diese Zahl eignet, um zu sagen, Kokosnüsse töten so und so viele Leute. Haie töten gerade mal ein Fünfzehntel von dem, was durch Kokosnüsse stirbt. Auf gut Deutsch, es gibt 10 dokumentierte Haiangriffe im Jahr durchschnittlich. So ungefähr, kommt immer aufs Jahr an. Kokosnüsse erschlagen angeblich 150 Leute. Oder dann sind wir beim 15-fachen, was durch Kokosnüsse gekillt wird, als das, was Haie killen. Auf gut Deutsch, Haie sind gar nicht so schlimm. Also so hat man dieses Argument häufig verwendet. Es wurde auch in verschiedenen anderen, durchaus gar nicht mal so unseriösen, leider auch in der Bild-Zeitung, beziehungsweise das überrascht einen nicht, aber auch in nicht unseriösen Zeitschriften immer mal wieder abgedruckt, dass Kokosnüsse doch 150 Leute im Jahr zumindest mal verletzen, manchmal auch erschlagen, je nachdem. Diese Zahl von den 150 Toten, die ist das Resultat einer nicht wissenschaftlichen Hochrechnung der einen tatsächlichen Studie, die man dazu mal gemacht hat. Die stammt noch aus den 90ern. Da hat man die Salomonen, ich glaube so heißen die Inselgruppe, 5 Jahre lang. Hatschi, Entschuldigung, untersucht bzw. beobachtet und ist auf 16 Schwerverletzte auf den Salomonen innerhalb von 5 Jahren durch Kokosnüsse gekommen. Todesfälle gar keiner. Ja, im Regelfall wird man von so einer Nuss ja nicht zwingend immer direkt auf den Kopf getroffen. Das wäre vermutlich wirklich tödlich. Je nachdem, wie hoch die Palme ist, wo die runterfällt, wenn das so kleine sind, dann ist natürlich auch wiederum nicht so dramatisch. Aber kriegt man die zum Beispiel auf den Brustkorb, könnte man eine gebrochene Rippe haben und schwuppdiwupp, das gilt schon als schwer verletzt. Das reicht dann schon. Ne? Oder ein furchtbar krasses Hämatom, weil man es auf den Oberschenkel bekommen hat. Oder man ist, auf den Rücken, auf die Schulter, das reicht ja alles schon, dass da auch recht schnell mal ein Knochen brechen kann oder man zumindest ziemlich lange mit ordentlichen Schmerzen herumrennt. Und ja, der Punkt bis zur schweren Verletzung, das ist gar nicht so viel. Also in Anführungszeichen, ne? Man will das auch nicht haben, aber das ist gar nicht so viel, was dafür erforderlich ist. Das heißt, diese Kokosnussphobie, dass die einmal auf den Kopf fallen und dann ist man tot. Ja, das ist so. Ja, und es gibt sehr wohl übrigens auch Fälle, wo Leute schon wirklich von Kokosnüssen erschlagen wurden. Nicht nur angeschlagen, sondern erschlagen. Das sind immer mal wieder so Einzelfälle, die da berichtet werden. Aber eine valide, vernünftige Statistik zur Gefahr, von der Kokosnuss erschlagen zu werden, gibt es nicht. Wenn man natürlich direkt unter der Kokosnuss nächtigt und eine Hängematte zwischen zwei Kokospalmen hängt, die beide voll behangen sind, und wenn die runterfallen, senkrecht genau auf einen drauffallen würden, das kann man sich auch überlegen, wenn die jetzt runterfällt, wo fällt die dann hin? Dann ist natürlich das Risiko mein Vielfaches höher, und das sollte man schon nicht tun. Und da hat dann auch die gute Nova vollkommen recht, dass sie da mit ihrem Coconut-Proof-Helm herumrennt. Das ist wirklich keine blöde Idee. Wenn ich so einen gefunden hätte, würde ich ihn auch aussetzen. Vor allen Dingen finde ich ganz großartig, was das für ein tolles Beispiel ist. Eben gerade für jüngere Zuschauer von Seven vs. Wild, die sich dann auch da so ein bisschen, ja, der Gefahr der runterfallenden Kokosnuss bewusst werden können, die ja durchaus existent ist. Das macht der Knossi auch gut. Der betont ja auch jedes Mal, wenn er da irgendwie versucht, seine Hängematte irgendwo aufzuhängen, dass er es hier nicht machen kann, weil hier sind überall Kokosnüsse und da muss er woanders hin und so weiter. Also ich denke, das ist recht
deutlich geworden, dass das ein ernstzunehmendes Risiko ist, dass einem die auf den Kopf fallen können. Sehr gut vergleichbar mit in Deutschland zum Beispiel dem Problem von herabfallenden Ästen, was ja auch jederzeit immer mal passieren kann. Gerade da Laubbäume die Äste mehr oder weniger aktiv abwerfen und dann gar nicht unbedingt ein Sturm erforderlich ist, dass der Ast mal runterfällt. Das kann auch bei bestem Wetter, bei heiter Sonnenschein, mitten im Sommer irgendwann mal passieren, dass da einfach mal ein Ast runterkracht, weil er halt jetzt einfach so weit ist, abgeworfen zu werden, sozusagen. Ja. Da müsste ich jetzt sehr weit ausholen, wenn ich das noch weiter erklären wollte, aber ich denke, das passt so erstmal. Also ja, finde ich prima, die Kokosnuss-Awareness sozusagen, um das mal auf Englisch zu formulieren, ist da. Coconut-Awareness. Und ja, so viel dazu. Dann Schuhe. Was mich durch die gesamte Folge immer mal wieder so ein kleines bisschen machen lässt, innerlich. Ja, und zum Schluss, wir wissen ja, was am Schluss passiert, wo der Knossi dann sich erfolgreich den Fuß aufspießt, weil er in irgendwas reintritt, wo er nicht hätte reintreten sollen. Genau das ist der Grund, weshalb ich die ganze Folge lang, bis das passiert ist, danach sowieso, dieses Gefühl hatte bei den meisten Kandidaten, die da, oh, ich habe Flipflops gefunden, oh, ich habe Crocs gefunden, oh, ich habe eine Badelatsche, ja, aber ihr habt doch Schuhe, seid doch nicht bekloppt. Ja, also meine ich jetzt überhaupt nicht böse, ja. Und wenn man wirklich bloß den Strand rauf und runter läuft, dann mögen vielleicht Flipflops und Crocs und Badelatschen ausreichend sein. Aber deswegen hat man doch Schuhe dabei, damit man nicht barfuß rumläuft. Eins der gefährlichsten Sachen, die man so machen kann, gerade in einem Survival-Szenario und gerade wenn man es nicht gewöhnt ist, wenn man jetzt ein Aborigine ist und noch nie einen Schuh anhatte, okay. Aber für alle anderen Beteiligten ist Schuhe wirklich somit das beste Kleidungsstück und der wichtigste Schutzgegenstand, den man nur haben kann, wenn man sich draußen in der Natur nicht verletzen möchte. Das geht so schnell, selbst im heimischen Wald, wenn man da ein paar Schrittchen barfuß macht und einmal dumm auf den Ast tritt, dann hat man sich ganz, ganz schnell ganz böse wehgetan. Selbst barfuß vernarrte Ökologiestudenten, ich kenne da so einen, hallo Paul, der auf dem Campus wirklich immer aufgefallen ist, weil er auch im Winter seine Füße nicht einsperren wollte, wie er es formuliert. Selbst der hat, wenn es in den Wald ging, wirklich mal eben zumindest so Sandalen angezogen, weil da halt echt so viel Zeug am Boden liegt, auf was man nicht sieht unterm Laub. Es liegt gar nicht so viel Laub rum auf der Insel, aber da hörst du alle möglichen Dornenranken und sonstiges Zeug. Das haben wir ja auch schon gesehen. Ich glaube, die Sabrina hat das schön vorgezeigt, was da alles dornig ist. Und da tritt man so schnell mal rein, wenn man nicht aufpasst. Oder man stolpert irgendwo anders, macht einen Ausfallschritt und tritt da dann rein. Also das Wichtigste, was du wirklich an Ausrüstung bzw. an Kleidung im Einsatz haben solltest, sind Schuhe. Und ja, die sind nass. Ja, aber Fritz macht es zum Beispiel ja auch richtig. Ja? Jetzt muss man den Fritz ja bekanntermaßen nicht unbedingt sehr lieb haben. Ja? Das muss man vielleicht nicht. Aber er weiß schon, was er tut, definitiv. Und dass er da gibt es ja diese Szene, wo er mit den Schuhen nochmal durchs Wasser stapft. Das ist genau richtig. Wenn du Schuhe hast, behalt sie an, das Verletzungsrisiko für die Füße. Gerade beim Erkunden, was ja jetzt alle als erstes Mal zumindest ein bisschen gemacht haben. Das ist sonst einfach viel zu hoch. Ja, also ganz, ganz wichtig. Großer Fehler, da jetzt zu sagen, ja, ich hätte aber gern trockene Schuhe. Wenn es einem darum geht, nachts keine kalten Füße zu haben, dann wäre ein Kompromissvorschlag, Socken rausnehmen, also Socken ausziehen, Socken zum Trocknen aufhängen, Schuhe im nassen Zustand anziehen und dann ohne Socken in den Schuhen rumlaufen. Das sind eh keine Entfernungen, die sich da bewegt wird, von denen man jetzt sofort gleich Blasen bekommt, rucki zucki, zack, zack. Das dürfte eigentlich kein großes Thema sein. Die laufen da ja nicht kilometerweit durch die Gegend und dann können die Socken in der Zwischenzeit trocknen und über Nacht ziehst du dann halt die Socken an. Im besten Fall regnet es. Nehmen wir es mal an, die Nacht wäre trocken. Regnet es also nicht und dann ziehst du die Socken an, damit du einigermaßen warme Füße behältst. Temperaturen dürften sowieso nicht so das Thema sein für die Nacht, wobei wir noch keine Nacht auf der Insel erlebt haben. Daher finde ich es gut, dass die meisten Kandidaten diesbezüglich eher vorsichtig sind und sich da schon mal ein paar Gedanken machen, sollte es dann halt doch eben nicht allzu warm sein. Aber ja, dann kannst du die Schuhe über Nacht trocknen und je nachdem, was du am nächsten Tag vorhast, wenn du wirklich nur am Strand auf und abläufst, je nachdem, wo natürlich auch der Platz ist, an dem die einzelnen Nasen sitzen,
Dann ist das auf jeden Fall die viel, viel sichere Variante. Und schlimmstenfalls hat man halt jedes Mal einen nassen Fuß, wenn man aber ein Kunden ist, weil man den Schuh nie trocken bekommen hat. Aber dafür ist man dann die ganze Zeit immer auch sicher. Davon abgesehen, sobald es anfängt zu regnen, wird sowieso wieder alles nass. Es sei denn, man hat eine wasserdichte Shelter, was Stand jetzt ja noch keiner hat. Und was auch, außer vielleicht der Otto mit seiner halben Höhle da. Aber ansonsten, hier, na. Die Nova, Antonia Nova, die auch eher ihren Biwaksack mitgenommen hat. Ich finde nach wie vor, das habe ich auch im Vorfeld gesagt, das mit dem Biwaksack durchaus nachvollziehbar. Wenn sie damit gute Erfahrungen gemacht hat und wenn sie sich mit dem Ding wohlfühlt, dann ist das doch super. Ja, und dann hat die da ihren mobilen Unterschlupf und ist, was das angeht, ganz entspannt, wie sie ja auch selber sagt. Gut, ja, also das zum Thema Schuhe. Also da, das ist nicht schlau, gar nicht schlau. So, fünfter Punkt. Ich habe mir 15 aufgeschrieben. Der Joris hat ja diese Frucht hier bereits gefunden und auch hoffentlich korrekt identifiziert. Das weiß ich auch nicht. Das war nicht lang genug in der Kamera zu sehen. Die Lulo, das ist dieses Ding hier, ne? Das ist so eine typische Kulturpflanze, muss man sagen. Ja, also die kommt nicht wild nirgendwo vor. Es wird bis heute auch bestritten, ob die überhaupt sich nennenswert wild ausgebreitet hat oder ob für ein Vorkommen in der Landschaft grundsätzlich irgendwie eine mindestens in der Nähe stattgefundene Anpflanzung stattgefunden hat. Also das weiß man nicht so genau. Im Fall dieser Insel würde ich fast das Gefühl haben, sie hätte sich wild ausgebreitet, beziehungsweise dass sie auf der Insel generell vorkommt, mag auch als Kulturpflanze gewesen sein. Wir kennen ja die genaue Inselgeschichte nicht. Es wäre aber durchaus vorstellbar, dass da die ersten Siedler, die sich mal auf der Insel befunden haben, das können auch irgendwelche Indigenen gewesen sein, nennt man die ja heutzutage, um niemanden auf den Schlips zu treten. Und ja, dass die das dann da bereits angepflanzt haben. Als Kulturpflanze gibt es die Ludo schon relativ lange. Und ja, zum Inneren ist zu sagen, wir sehen hier dieses schleimige Fruchtfleischmaterial, das ist gar nicht das Fruchtfleisch, sondern tatsächlich bloß ein schleimiges Inneres. Und deswegen werden die Dinger auch größtenteils als Saft verwendet, also um da Saft draus zu machen, den Saft noch mit was anderem zu mischen. Und das ist eigentlich eine ganz beliebte Angelegenheit, die man in Mittelamerika mehr oder weniger überall bekommen kann. Zumindest sagt das, wo ich das Ganze nachgelesen habe, nämlich ich habe ja da diverse Pflanzenlexika rumstehen und die sind sich alle einig, dass das wohl eine örtlich sehr beliebte, ein sehr beliebtes Getränk sei. Gegessen werden die wohl so relativ selten, das heißt aber nicht, dass man das nicht kann. Wenn du das zermatschen und zu Saft pressen kannst, dann kannst du es natürlich auch so essen. Ob das so angenehm ist, ist eine andere Frage, aber als Survival Food sicherlich auf jeden Fall ein großes Thema, vor allen Dingen können die eben auch roh problemlos verzehrt werden. Da ist also keinerlei Zubereitung erforderlich. Keine Ahnung, wie gesagt, wie die Dinger schmecken. Ist ein Strauch, wird so ungefähr 1 bis 3 Meter hoch und ist vor allen Dingen durch die großen Blätter recht auffällig, insbesondere jetzt in Kombination mit unserer Insel, auf der wir uns befinden, bei der ich bisher wenig großblättrige Laubgehölze gesehen habe. Dürfte also durchaus der Lulu, selbst wenn er gerade keine Früchte trägt, recht schnell, also die Lulu-Pflanze, ziemlich schnell auffallen, allein aufgrund eben des sehr, sehr großen Laubs. Das ist auch charakteristisch, dass das immer recht groß ist. Es gibt ja viele Pflanzen, bei denen ist die Laubgröße außerordentlich variabel und man merkt sich, sie hat großes Laub und dann trifft man mal ein Exemplar, das kleines Laub hat und schwuppdiwupp kann man es nicht mehr identifizieren. Bei der Lulu ist es aber immer so, dass es sich um relativ große Einzelblätter handelt. Wenn die irgendwo angepflanzt ist, dann sollte sie meistens in größeren Mengen vorhanden sein. Das heißt, theoretisch wäre für den Joris durchaus eine gute Chance, da nach weiteren Lulu-Pflanzen zu suchen, wenn er dann vorhat, jede Menge Lulus zu essen, was ja durchaus eine Option wäre, weil Kokosnüsse hat er ja keine. Zumindest Stand jetzt haben wir noch keine bei ihm gesehen. Das ist also ganz, ganz krass und toll, dass er das Ding einfach mal so kennt. Und da merkt man, der Mann hat Ahnung und kennt sich in den Tropen aus. Also das finde ich überraschend. Ja? Ich hätte die auch erkennen können, wenn ich sie gefunden hätte und mein Bestimmungsmaterial dabei habe. Aber einfach so aus dem Stegreif, hätte ich die nicht erkannt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also großen Respekt.
Ja, und dann wäre da noch die Sache mit dem Zunder. Der Joris sucht ja nach Zunder und meint zuerst, hier liegt genug rum. Da habe ich auch noch zwei Anmerkungen. Erstens, theoretischer Art. Baumrinde ist grundsätzlich keine schlechte Idee, weil die meisten Bäume, die wir in tropischen Lebensräumen finden, sogenannte Periderm-Bäume sind. Das bedeutet, die haben eine eher glatte, ich suche gerade ein Beispiel. Hier. Zum Beispiel eine Hasel, die hat eine eher glatte Rinde. Und das bedeutet, irgendwas muss in der Rinde drin sein, wenn sie schon mechanisch nicht boing, vor Fressfeinden geschützt ist. Weil so eine glatte, einfache, weiche Rinde lässt sich eben nun mal schnell kaputt machen. Das gilt auch für Fraßfeinde wie einen theoretischen Hirschen Reh bei uns in unseren Breiten oder einem Agouti theoretisch in den Tropen oder was da halt sonst noch an größeren Viechern möglicherweise rumrennen könnte. Agouti kommen wir nachher noch zu. Und ja. Ne, da muss man sich also als Pflanze irgendwas einfallen lassen, um seine Rinde zu verteidigen. Der Sandkasten, Sandkästchen, Sandschalen, Sandbüchsen. Ha, jetzt. Der Sandbüchsenbaum, zu dem wir nachher noch kommen, der macht das ja auch, indem er eben eine sehr stachliche Rinde hat, an der niemand rumkauen möchte, weil man sich dann mit den Stacheln pieksen würde und einfach so an die Rinde gar nicht rankommt. Andere Periderm-Bäume sind dann eben von der Rinde her giftig und. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Oder, das gibt es hin und wieder auch, man hat eine ganz einfache, völlig unspektakuläre Rinde, die nichts Besonderes kann, wächst aber einfach so schnell, dass man Verwundungen dieser Rinde einfach wieder rauswächst, bevor sie zu einem Problem werden und kompensiert das durch schnelles Wachstum. Ja. So, aber da es eben notwendig ist, für einen Periderm-Baum irgendwie seine Rinde zu beschützen und da eben häufiger irgendwelche Giftstoffe und Ähnliches eingelagert werden, besteht dann durchaus die Möglichkeit, dass es sich um einen Giftstoff oder einen Aromastoff oder irgendwas, was Fressfeinde fernhalten soll, handelt, das brennbar ist. Ein Haufen Moleküle, die eben aus sekundärem Pflanzenreich gebildet werden, sind zumindest mal potenziell ein bisschen brennbar. Und wenn man dann so eine sich abschälende Rinde, da hat der Joris vollkommen recht, die sich vom Baum so ein bisschen abflattert, wie wir kennen das ein bisschen von der Birkenrinde, findet, dann kann man durchaus mal probieren, ob diese nicht sehr, sehr gut brennbar sein könnte. Da es unglaublich viele Baumarten gibt, die da in dieser Landschaft vorkommen, ist es auch unmöglich, es sei denn, man ist jetzt der krasse, super, ultra, mega Botaniker für diese Region, das bin weder ich, ich glaube, das ist noch nicht mal der Joris, oder sonst irgendwer, den sie da an der Hand haben. Wenn man das aber nicht isst, dann weiß man das auch nicht auswendig. Und dann geht probieren über studieren, das spricht ja wirklich nichts dagegen, verschiedene Baumrinden einfach mal durchzutesten, ob da nicht vielleicht doch eine dabei ist, die wirklich brennbare, zum Beispiel ätherische Öle oder Ähnliches enthält. Ja? Ansonsten kann man natürlich sich noch anderweitig Zunder besorgen. Ich bin mal gespannt, was sich die anderen Kandidaten da noch so einfallen lassen. Ich hätte es wahrscheinlich erstmal mit fein geraspeltem Treibholz versucht, einfach das da einen Funken reinzukriegen, weil das schon sehr schnell wieder abtrocknet. Nachdem es beim letzten Regen natürlich nass geworden ist, ein super trockenes Material, dürfte da recht schwierig zu finden sein. Aber ja, so ein bisschen das äußere Treibholz wegraspeln, beziehungsweise mit dem Messer, mit der Machete oder was, welches Werkzeug auch immer zur Verfügung steht, halt ein bisschen außen was weghaben. Hacken, dann im Inneren etwas möglichst fein, zu so einer ganz feinen holzwolleartigen Masse zerschleddern. Dafür kann man übrigens prima auch einen rauen vulkanischen Stein nehmen, also so einen mit so Lufteinschlüssen, hatte ich beim ersten Teil erwähnt, die so ein bisschen, ja, fast schon so wie so ein Peeling-Klumpen aussehen, womit man sich so die raue Hautschicht abreiben kann. Damit kriegt man, wenn man einen besonders rauen erwischt, möglicherweise auch das Holz ganz gut fein zerrieben und dieses fein zerrieben noch Holz, ja, das dann entweder noch mal für ein Stündchen in die Sonne packen, solange gutes Wetter ist. Die tropische Sonne hat ja ordentlich Power, die trocknet das dann auch schnell aus. Oder, sofern schon trocken ist, eben da versuchen, das anzuzünden. Jedenfalls, so wie der Joris das da versucht, befürchte ich, wird das erstmal nicht funktionieren. Das können wir noch mal gerne kurz am Bild besprechen. Ja, also hier kann man noch mal ganz schön sehen, das Material, was er da gesammelt hat, das sieht grundsätzlich wirklich nicht verkehrt aus, aber die Teilchen sind einfach noch zu grob. Also man muss, wenn man sowas anzünden möchte mit dem Feuersteel, wirklich ganz haarklein darauf achten, dass man das zu einem möglichst feinen Material verarbeitet. Warum? Naja, je kleiner die Partikelchen, desto höher ist die Oberfläche, die sie im Verhältnis zu ihrem Volumen haben. Und auf die Oberfläche kommt es an, weil auf einer
eine möglichst feine, hauchdünne Oberfläche sollte ein Funken drauf fallen und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Stückchen Material, was man da anzünden möchte, anfängt zu brennen, umso höher, je kleiner die Oberfläche, also je größer die Oberfläche ist, die vom Funken getroffen wird. Beziehungsweise wann immer du ein Stückchen Zundermaterial durchbrichst, entsteht eine Bruchkante und genau die wird sein, die als allererstes anfängt zu brennen, wenn sie von einem Funken getroffen wird. Und da diese Bruchkante sehr, sehr klein ist, braucht man eben sehr viele Bruchkanten, damit der Funken, den man da erzeugt, oder die Funken natürlich, auch dann wirklich diese Bruchkante auch treffen und sie an der richtigen Stelle treffen und sie dann zum Brennen kriegen. Das kann durchaus mal eine ganze Weile dauern, wenn man es aber wirklich lang genug versucht hat und eigentlich in der Lage sein sollte, mit einem Fire Steel sowas angezündet zu bekommen und man kriegt es ums Verrecken nicht hin, dann kann es natürlich auch daran liegen, dass die Rinde schlicht nicht brennbar ist. Ja, das wäre also auch eine mögliche Option. Dann müsste man sich nach einem anderen Zunder umgucken. Ja, das soll jetzt aber keinesfalls Kritik am Joris sein, sondern einfach nur noch mal eine Aufzählung der Basics zum Umgang mit dem Fire Steel. So, jetzt hatte ich ja bei Sabrina schon erwähnt, dass sie da Wasser trinkt, was sie vielleicht besser zumindest nicht in größerer Menge trinken sollte und da ja extra schon diese Texteinblendung gekommen ist. Ich habe mir schon gedacht, tut eigentlich nicht viel zur Sache, aber möglicherweise ist das so ein kleiner Hinweis auf das spätere Schicksal der Sabrina. Also ich hoffe es nicht. Ich gönne wirklich niemandem da schlechtes wasserbedingten Durchfall. Das macht überhaupt keinen Spaß. Aber ja, vielleicht. Ja, das war nur so eine, weil wir wissen ja auch schon aus dem Intro, dass es zumindest mal einen Moment in Sabrinas Inselzeit geben wird, wo sie etwas emotional aufgelöst ist. Das kann ja auch durchaus mal passieren. Das soll jetzt kein Vorwurf sein oder so. Ja, aber vielleicht hängt das damit zusammen, dass es ihr da gerade nicht so gut geht, wegen möglicherweise zu viel einfach so getrunkenem Wasser. Vielleicht. Ja? Wie gesagt, hoffentlich nicht. So, Algen im Wasser beim Otto. Beim Otto kann man sehen, ich habe da auch ein Bild, kann ich euch einblenden, dass der Otto an einer Stelle relativ interessante Grünfärbung seines Wassers hat. Und wenn ich das nicht völlig falsch interpretiere und es einfach nur irgendwelche Spiegelungen sind, die da ins Wasser geworfen werden, weil man es nicht besser sehen kann auf der Kamera, dann befinden sich da im Wasser zumindest mal irgendwelche Algen. Da muss man außerordentlich vorsichtig sein bei jedem Wasser, was man unterhalb eines Algenbestandes bzw. in einem Algenbestand entnimmt, weil bei solchen Algen weiß man nie, ob die nicht möglicherweise irgendwelche Giftstoffe enthalten. Ganz viele, sowohl Algen als auch Cyanobakterien, also die primitive Version von der Alge, die dann aber auch irgendwann so einen grünlichen Belag auf zum Beispiel Steinen bilden kann oder ähnlichem, sind in irgendeiner Form giftig. So, und das ist insbesondere dann ein Problem, wenn man nämlich wirklich keinen Wasserfilter, ich betone Filter, dabei hat, sondern zum Beispiel nur abkochen kann, wie es jetzt beim Otto der Fall wäre. Klar kann der sich noch einen Wasserfilter improvisieren, aber da hatte ich auch mal irgendwann erwähnt, dass ich von denen so gar nichts halte. Also abkochen wäre das Beste, was der Otto tun könnte. Und abkochen hilft gegen die Gifte von diesen Cyanobakterien zum Beispiel überhaupt nicht, weil das Gift ist in den Zellen drin. Die Zellen sind im Wasser. So, jetzt kochst du die ab, dann sind sie tot. Was passiert mit einer Zelle, während sie gekocht wird? Sie platzt. Dadurch ist sie dann tot. Nur doof ist jetzt, alles, was vorher in der Zelle drin war, ist hinterher logischerweise im Wasser. Und wenn das jetzt eine Zelle war, die Gift enthalten hat, dann ist das Wasser jetzt genauso hinterher das Gift genauso hinterher im Wasser, wie wenn wir die Bakterien einfach mitgetrunken hätten, sie in unserem Magen zersetzt werden, das Gift frei wird und dann bei uns direkt im Magen landet. Also so oder so landet das Wasser, das Gift im Endeffekt in uns, wenn wir uns an Cyanobakterien oder algenhaltige Wässerchen ranwagen. Also das ist vielleicht mit das Gefährlichste, was man hinsichtlich Trinkwasser aus der Natur überhaupt machen kann, algenversetztes Wasser zu sich zu nehmen. Oder welches in dem welche wachsen. Das ist übrigens auch ein schönes Zeichen dafür, dass eben da der Fluss vom Otto eine gewisse Salzwasser wird reingedrückt bei Flut, wird wieder rausgespült bei Ebbe, wird wieder reingedrückt bei Flut und so weiter Dynamik hat, weil da doch relativ viel Leben und damit auch ein gewisser zusätzlicher Nährstoffeintrag und überhaupt besondere Lebensbedingungen durch diesen Salzgehaltswechsel, mal marine Organismen, mal limnische, also Flussorganismen, limnisch ist ja alles zusammen, was irgendwas mit Wasser zu tun, egal.
jedenfalls ein Haufen verschiedene Sachen da drin vorkommen könnten. Und je mehr Leben wir in unserem Fluss haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei diesen vielen, vielen tollen, an sich wirklich sehr daseinsberechtigten Lebewesen eben auch eine Amöbe dabei ist, die bei uns Amöbenruhr auslöst oder gar irgendwelche Legionellen oder Giardia. Giardia ist zum Beispiel eine dieser typischen Bakterien, oder sind es Einzeller? Ich glaube, es sind Einzeller. Arten, die in tropischen Gewässern gerne mal vorkommen, die man auch kaum tot kriegt, wo man zum Beispiel, wenn man jetzt mit chemischer Wasserentkeimung arbeitet, die doppelte Menge nehmen muss oder doppelt so lange warten, wenn man davon ausgeht, dass vielleicht eventuell Giardia da sein könnte. Ne? Typisches Beispiel für Mikropur. Mikropur braucht eine halbe Stunde, dann kannst du Mikropur mit Chlor, der Klassiker unter der chemischen Wasserentkeimung, kannst du nach einer halben Stunde trinken. Schmeckt dann beschissen, aber ist auf jeden Fall sicher zu trinken, kann dir nichts passieren. Ist Verdacht auf Giardia gegeben, darfst du nicht nur eine halbe Stunde warten, sondern gleich zwei. Also das nur mal so als Beispiel, dieses Zeug ist wirklich extrem schwer tot zu bekommen, aber was auch immer, jedenfalls ohne Behandlung hast du da echt keinen Spaß. Und selbst mit Behandlung läuft das im Wesentlichen dadurch ab, dass du halt ganz viel trinkst, ganz oft aufs Klo gehen darfst, so oft du möchtest, und du wirst häufig müssen. Und das macht keinen Spaß. Also gar nicht. Also bloß Finger weg von irgendwelchen Gewässern, in denen man irgendwas Grünes, was entfernt wie eine Alge aussieht, entdecken kann. Ganz, 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 ganz gefährlich. Ja, Otto findet Wildwechsel. Das hat mich mal dazu gebracht, kurz zu überlegen, welche Tiere wir denn eventuell auf der Insel erwarten dürften. So rein von der Größe des Wildwechsels her kann das durchaus ein verwildertes Hausschwein gewesen sein. Ganz viele Pazifikinseln, wirklich ganz, ganz viele, haben einen gewissen Bestand an verwilderten Hausschweinen, weil man da halt eben irgendwann mal Schweine drauf gehalten hat. Das bietet sich an, ne? Die kann man bekanntermaßen essen, die sind immer frisch. Dinge zu kühlen ist in den Tropen nun mal nicht so einfach, und wenn du dann einen gewissen Viehbestand hast, der plus minus frei über die Insel springt, aber es auch nicht so mobil ist, dass es schwierig wäre, sie einzufangen und dann in den Topf zu umfunktionieren sozusagen. Das gibt es eigentlich fast auf jeder Tropeninsel. Sollte hier auch der Fall sein, weil ich habe da tatsächlich auch einen kleinen Text, man findet ja nicht viel zur Insel, aber einen kleinen Text habe ich gefunden in Englisch, der darauf hinweist, dass es da Wild Pigs and, also damit ist gemeint ein verwildertes Hausschwein. Da gibt es garantiert nicht das Wildschwein, also Sus grova im klassischen Sinn, die gehen nicht bis in die Tropen. Wenn überhaupt, dann hätten wir da sowas ähnliches wie das Warzenschwein, was so vom Breitengrad her theoretisch möglich wäre, aber meines Wissens gibt es das auch nicht in Zentralamerika. Also wahrscheinlich, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, irgendeine Form von einem verwilderten Hausschwein, das jetzt eben da wild vorkommt, aber deswegen noch lange nicht von der Wehrhaftigkeit und vom Wesen her mit unserem Wildschwein, wie wir es zum Beispiel kennen, vergleichbar wäre. Also von der Größe her würde das hinkommen, so, und dann sagt dieser entsprechende Text, den ich da gefunden habe, auch noch, es gäbe da einen Hirsch. Naja, der einzige wirklich in dieser Region vorkommende Hirschtyp, wenn es jetzt wirklich ein Original-Wildtier, das man in Panama vermuten dürfte, sein sollte, das hätte dann aber auch nochmal irgendwie zur Insel kommen müssen, ist also alles ein bisschen hoch umstritten und schwierig vorauszusagen, was für ein Hirsch das bitte sein soll, wäre der sogenannte Spießhirsch. Da bringe ich euch mal ein Bild. Die sind erstaunlich wenig erforscht, zählen zu den echten Trughirschen. Also die tun so, als seien sie ein Hirsch, sind aber eigentlich gar keiner. Das war so mal die Klassifikation, weil Hirsche ja als sehr edle Jagdtiere in eben echte edle Hirsche und Trughirsche, die ein bisschen weniger edel sind, wirklich ethisch-moralisch damals unterteilt wurden. Da spielt also einfach die Tradition der Jagd, der mitteleuropäischen Jagd, also der etwas perversifizierten Jagd, zumindest historisch betrachtet. Heutzutage mag das wieder gut sein, beim einen oder anderen. Spielt eine größere Rolle, dass man das mal so unterteilt hat. Ja, aber jedenfalls, so ein Spießhirsch, den gibt es von wirklich, wirklich klein, dass der so 4, 5, 6, 7 Kilo schwer wird, glaube ich, bis hin zur Größe eines Rehs und dem Gewicht eines Rehs mit etwa 25 Kilo, jeweils der Bock. Ja. Und das Ding, was wir da zum Beispiel auf dem Bild sehen, das ist ja schon ein sehr, sehr kleines, gefühlten Kitz vom Rotwild, aber das wäre für einen Spießhirsch schon ausgewachsen. Dadurch, dass die so klein sind, passen sie aber schön durchs Unterholz.
und sind für eben Waldlebensräume ganz gut angepasst, weil sie da besser durchkroxeln und sich besser verstecken können, was dann eine gute Idee ist. Während eben so richtig große hirschartige Tiere wie der Rothirsch oder gar so ein Elch, die können sich eh nicht wirklich gut verstecken und müssen dann ihre Größe wiederum auch haben, um ihre langen Beine zu haben, um auch wegrennen zu können, ein ausdauernder Läufer zu sein, um möglichen Gefahren auf diesem Wege zu entkommen. Und da kann sich so ein kleines Mini-Hirschlein dann eben doch erheblich besser verstecken. Also das wäre noch eine andere Möglichkeit. Außerdem, aber das ist sehr unwahrscheinlich, möchte ich nochmal betonen, ja, sehr unwahrscheinlich, dass da wirklich irgendwelche Spießhirsche unterwegs sind. Es kann natürlich auch jede beliebige, naja, nicht jede beliebige, aber diverse andere Hirscharten bis hin zum Weißwedelhirsch oder dem standardamerikanischen, nordamerikanischen Hirsch, den man da einfach ausgesetzt hat. Warum? Weil man es konnte. Theoretisch sein, dem dürfte da recht warm sein, aber überleben müsste er eigentlich können, insbesondere da er da wahrscheinlich keine Fressfeinde hat. Oder halt eben doch ein Agouti, und wir finden später bei Fritz noch Agouti-Losung. Also ich gehe schwer davon aus, dass es sich um Agouti-Lösung handelt. Dann möchte ich dieses Thema einfach mal kurz vorziehen. Diese kleinen Pellets in Anführungszeichen, diese Wildtier-Losungspellets. Das ist typisch für die Hinterlassenschaft von Nagetieren, Mäuse, Ratten, Meerschweinchen und theoretisch auch Hamster hinterlassen ganz oft wirklich solche kleinen Miniaturwürstchen, die in eine kompakte Form gepresst sind. Und das ist übrigens ein Stück weit angeblich Absicht. Gab es mal eine interessante Publikation dazu, dass Nagetiere das deswegen tun, weil sie ja häufig in Bauen leben, und um den Bau sauber zu halten, ist es natürlich sehr einfach, diese kleinen kompakten Kotpakete notfalls dann auch im Maul eben nach außen zu transportieren und zu entsorgen, insbesondere da, wo die Jungtiere leben, damit die nicht mit den Hinterlassenschaften ihrer Eltern, zumindest meine ich da drin, leben müssen, und man auch häufig dann eben die Ausscheidung der Jungtiere entweder auffrisst. Das kommt häufig vor, weil die keine so effiziente Verdauung haben und dann eben da im Kot noch was drin ist, was für erwachsene Tiere mit voll ausgebildeten Magen-Darm-Trakt noch verdaubar ist. Das mag eklig sein, aber es ist auch effizient. Und ja, oder eben halt dann eben auf dem Wege aus dem Bau rausschafft. Und das ist also eine typische, wahrscheinlich, jetzt, ich habe keinerlei Bild von Agouti-Losung gefunden. Ja? Ich habe auch noch nie einen Agouti getroffen und kann es nicht fragen, wie das aussieht, wenn es da ein Häufchen irgendwo hinmacht. Aber das sieht verdammt verdächtig, würde auch von der Menge und der Größe her passen, nach Agouti-Losung tatsächlich aus. So, und so ein Agouti, das blende ich euch jetzt mal ein. Das ist somit eins der Standardtiere von Mittelamerika. Das kommt da eigentlich nahezu flächendeckend überall vor, ist wirklich recht häufig und wurde häufig eben auch auf die Inseln mitgenommen, also vom Mensch da auch wieder eingebracht, weil bis darüber schwimmen tut es nicht. Es wäre also unmöglich, wenn es eine komplett nie besiedelt gewesene Insel wäre, was es ja nicht ist, dass da irgendwie ein Agouti hinkommt, aber weil die gut schmecken, die hat man also zumindest früher, bevor wir da angekommen sind, das Christentum und unsere ansonstigen Ansichten über Zivilisation und Ähnliches da verbreitet haben, bevor das passiert ist, da gab es vermutlich jede Menge Ureinwohner, wenn man die überhaupt heutzutage politisch noch so nennen darf, die da indigene Völker, das klingt besser, die da eben Agoutis auf verschiedene Inseln mitgebracht haben, einfach weil sie auf den Inseln in Ruhe hocken wollten und leben wollten und da wunderbar viel Platz für sich alleine hatten, die ersten, die zumindest angekommen sind, und weil sie auch was zum Ampfen brauchten, sind sie schnell auf die Idee gekommen, ja, dann nehmen wir doch einfach ein Agouti mit, das vermehrt sich von allein und das auch sehr schnell. Nagetiere, man kennt es ja, ne, die Karnickel-Effekt zum Beispiel der Vermehrung, das geht sehr, sehr, sehr flott. Ja, und so ein Agouti wird bis 2,5 Kilo im krassesten Fall schwer, und ja, dann kann man sich also vorstellen, dass davon vielleicht ungefähr die Hälfte verzehrbar ist, bestenfalls. Sagen wir mal ein Drittel bis die Hälfte, also sagen wir mal so ein dickes, fettes Agouti hat 1 Kilo Fleisch, und damit kannst du dann schon was anfangen. Dann gibt es also für jedes Familienmitglied 1 bis 1,5, je nachdem wie groß die sind, Agouti.
Jaguti zum Mittag und da bist du dann schon mal ganz gut versorgt. Ne? Es ist übrigens auch für Survival-Zwecke eine tolle Idee, sich ein Nagetier zu suchen, weil Nagetiere per Definition ja immer, also zumindest 99% Vegetarier sind. Mag sein, dass die hier und da mal noch eine Schnecke mitnehmen, aber weitestgehend. Und richtig Fleisch, also im Sinne von irgendwelche Kadaver, irgendwelche größeren Tiere, die wo rumliegen, die häufig dann irgendwelche Keime haben, die uns dann auch wieder zusetzen könnten, auch irgendwelche Parasiten, die sich auf uns übertragen ließen, wenn wir dann denjenigen essen, der die vorher gegessen hat. Das ist in einem Nagetier nahezu ausgeschlossen. Das heißt, die sind fast immer weltweit sehr, sehr gut essbar. Und man kann Nagetiere, wenn man nicht weiß, ob es sich um eins handelt und man hat es gerade trotzdem erlegt und weiß gar nicht, was das eigentlich war, was man da erlegt hat, dann guckt man einfach mal in den Kiefer, sieht da zwei große Nagezähne und sofern die vorhanden sind, handelt es sich entweder um einen Hasenartigen, der wäre auch in jedem Fall essbar, oder um ein Nagetier. Und beides ist also wirklich eine sehr, sehr zuverlässige Nahrungsquelle. Die sollen angeblich auch sehr, sehr gut schmecken. Das Agouti nochmal ist also so die Standardart, die da im Regenwald und im Randregenwald, der noch gar kein richtiger Regenwald ist, rumspringt und sicherlich eines der meistgejagtesten Tiere der indigenen Völker. So. Was wollen wir noch zum Agouti sagen? Ah ja, das Agouti zählt als eines der wenigen Tierarten, die in der Lage sind, Paranüsse zu knacken. Ja, wir kennen die, diese sauharten Dinger. Es gibt wohl einzelne Primatenpopulationen, die gelernt haben, wie man die Dinger aufbekommt. Und das andere Tier, das sie aufbekommt, weil es eben ein Nagetier ist und ein entsprechendes Gebiss besitzt, ist das Agouti. Agoutis verbuddeln außerdem ihre Nahrung, wenn sie gerade nicht brauchen, für später. Und das führt dazu, dass die maßgeblich an der Ausbreitung von Paranüssen beteiligt sind. Und da es Agouti überall gibt, ist die Paranuss derzeit auch gerade auf dem Vormarsch bzw. schon relativ weit verbreitet. So, also überall in Mittelamerika Agouti gibt, wohlgemerkt. Ne? Bei uns ja bekanntermaßen nicht. Okay, dann einen ganz kleinen Hinweis. Man sieht da zwei, drei Szenen, wo Otto mit offener Klinge rumläuft, also mit der Machete in der Hand. Natürlich bin ich mir sicher, dass der Otto das schon 7.834.000 Mal gemacht hat. Aber grundsätzlich, gerade für die etwas Jüngeren unter uns und die Survivalisten, ist es immer eine hervorragende Idee, wenn man eine Scheide für seine Machete, Messer, Axt etc. pp. Besitzt, dann dieses Ding zu verpacken, mit dem man sich böse verletzen könnte, wenn man nämlich in dem Moment stolpert, wo man es gerade in der Hand hat und dann in die offene Klinge fallen kann zum Beispiel, oder einem die einfach nur aus der Hand fällt und dann später im Fuß stecken bleibt und solche Späße. Das ist mir übrigens mal passiert. Mir ist mal beim Rumtragen meiner Hose mein Messer aus der Hose gefallen, war ein Klappmesser, das sich sehr leicht öffnen ließ, hat sich im Flug dann auch geöffnet, um dann erfolgreich zack im Fuß gewisse Schäden anzurichten. Also es ist nicht so, also wirklich komplett einmal durch den Fuß drong, und dann einfach im Boden stecken geblieben. Das auch nicht, aber hat schon ganz gut geblutet. Na, kleine, mittelgroße, sage ich jetzt mal, Schnittwunde. Ja, seitdem habe ich gelernt, immer Vorsicht, Messer bzw. Werkzeug immer sichern. Wer sich dadurch noch nie verletzt hat, der hat da vielleicht, was das angeht, noch keinen allzu hohen Hemmschwellen, sage ich jetzt mal, auf Nummer sicher zu gehen. Aber ja, das sollte man eigentlich tun. Auch wenn ich mir sicher bin, dass der Otto da schon eben erfahrungsbedingt weiß, was er tut. Dann kommen wir zu Sascha und seinem Krokodil. Da bin ich jetzt auch relativ häufig gefragt worden, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Krokodil? Grundsätzlich sagt der Sascha, ja, da hatte er Mangroven und da ist das Krokodil drin und so weiter und so fort. Jetzt habe ich noch nicht hundertprozentig gesehen, welchen Vegetationstyp der Sascha da hinten dran hat, aber mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit hat er da, wenn überhaupt, nur ganz wenige Mangroven. Und tatsächlich ist das jetzt nicht gerade das klassische Krokodilbecken, wo er dann auch noch das Steinchen reinschmeißt, um zu testen, dass da auch ja kein Krokodil drin sein soll. Aber bevor jetzt es so klingt, als wollte ich mich jetzt hier über den armen Sascha lustig machen, überhaupt nicht. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht. Ja, und wenn du, gerade wenn du kein Experte bist,
dann ist es wirklich eine hervorragende Charaktereigenschaft und genau das Richtige, was man in einer Survival-Situation in einem unbekannten Land, in einem unbekannten Ökosystem tun sollte. Im Zweifel einfach alles, was man weiß. Und der Sascha weiß, theoretisch könnte es da Krokodile geben und die sind in irgendwelchen Mangrovengebieten an der Küste möglicherweise anzutreffen, da wo es Wasser hat und auch noch Süßwasser hat möglicherweise und Süßwasser in Salzwasser fast übergehen, dann ist das tatsächlich auch ein sehr beliebter Aufenthaltsort für das sogenannte Salzwasserkrokodil. Beziehungsweise, das hat noch andere Namen, aber ich nenne es jetzt einfach mal Salzwasserkrokodil, spaßeshalber. Und ja, wenn man das nicht genau einschätzen kann, alles andere, was er zum Krokodil erzählt, stimmt auch zur Jagdstrategie, die berühmte Todesrolle unter Wasser und solche Sachen. Da kriegt man auch tolle Geschichten von Crocodile Dundee zu gehören. Wer den noch kennt, wer den nicht kennt, dringend angucken. Die Filme sind wirklich großartig. Und zumindest das, was die Krokodile angeht, sind sie auch relativ nah an der Realität. Auch dass ein Krokodil sein Boot angegriffen hat und da die Zähne reingeschlagen hat. Da gab es mal ein prominentes Krokodil, wie hieß denn? Lovely irgendwas, hatte einen ganz tollen Beinamen, so einen richtig freundlichen, Sweetheart hieß es. Und das hat jede Menge Fischerboote angegriffen und da eben einmal kräftig reingebissen. Vielleicht wusste es nicht, ob die essbar sind und hat es nie gepiert, dass sie nicht essbar sind. Aber Menschen sind dabei keine zu Schaden gekommen, aber doch jede Menge erschreckte Leute und ins Wasser gefallene Leute, die dann aber hinterher nicht vom Krokodil gefressen wurden. Und daher der schöne Name Sweetheart für dieses Tier. Ja. Also daher nochmal, wenn der Sascha da panische Angst vor Krokodilen schiebt, panisch ist ja auch übertrieben. Er ist ja nicht in Panik, er ist vorsichtig. Das muss man auch klar unterscheiden. Ist das auf keinen Fall falsch, nur an der Stelle, nee. Also wenn jemand Krokodile haben könnte, dann sind das Fritz und Otto. Die sind tatsächlich im potenziellen Krokodilgebiet unterwegs, gerade insbesondere Otto. Das dürfte ein ziemliches tolles Krokodilgebiet sein, wo der rumstapft, wenn da dann mal ein Krokodil auftauchen würde. So, und jetzt müssen wir wissen, zu diesem besagten bösen Salzwasserkrokodil, das ist gar nicht böse, ne? Aber davon abgesehen, ein faszinierendes Tier, wirklich sehr, sehr faszinierendes Tier, das wohnt vorzugsweise an der Nordküste von Australien, so ein bisschen nach Indonesien rein, so ein bisschen nach China rüber, Vietnam, Thailand, Indien, bis Indien rüber, Stück weit, so in dieser Ecke, da ist das gerne an den Küsten unterwegs. So, und jetzt ist das Problem, also das Problem für Survival-Zwecke, dass das ein Tier ist, das sehr weit schwimmen kann, weil es halt unglaublich effizient ist vom Energieverbrauch her. Das ist bei vielen Reptilien so, dass die nur einen Bruchteil dessen, was sie an Kraft zu sich nehmen, also von Futter sozusagen, ja, Energiezufuhr, verbrauchen, um ihre Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Wirklich nur einen winzig kleinen Teil. Wir als gleichwarme Tiere, zum Beispiel wir Menschen, wir brauchen etwa 80% von dem, was wir so mampfen, um unsere Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Es sei denn, wir mampfen viel zu viel, dann brauchen wir weniger von dem viel zu viel, was wir gegessen haben. Aber würden wir uns artgerecht ernähren mit normalen Mengen, dann bräuchten wir wirklich sehr, sehr viel von dem, was wir überhaupt gegessen haben, allein für den Aufrechterhalt der Körpertemperatur. Und das Problem hat das Krokodil nicht. Und darum kann es eigentlich alles, was es gemampft hat, und fast alles, was es gemampft hat, komplett in Bewegung sozusagen umsetzen, wenn das notwendig ist, und bewegt sich dann sehr langsam und gemächlich, es sei denn, es hat es gerade dringend nötig, schnell zu sein, dann kann es auch schnell sein, das geht, ja. Aber durch diese langsam, gemächlich, energiesparende Fortbewegung mit fröhlichen Schwanzschlägen, fröhlich gemütlichen Schwanzschlägen zum Vorwärtskommen im Wasser, kann das Tier tatsächlich 1000 Kilometer weit schwimmen. Ja? Und da es außerdem ganz lange nichts trinken muss und bis zu einem Jahr nichts essen muss, schafft es das auch in langen Zeiträumen ganz gemütlich diese 1000 Kilometer Strecke zurückzulegen. Und damit steht ihm schon ein sehr großes potenzielles Verbreitungsgebiet zur Verfügung außerhalb des eigentlichen Verbreitungsgebiets. So, und so kommt es, dass aus dem natürlichen Verbreitungsgebiet vom Salzwasserkrokodil auch auf den Perleninseln bereits mal Krokodile gesichtet worden sind
oder zumindest sein sollen. Ich konnte das schwer verifizieren, aber das wurde ja eben diskutiert und die haben einem im Sicherheitsbriefing, wurde den Kandidaten ja offenbar auch erzählt, dass es zumindest theoretisch möglich wäre, dass irgendwo noch Krokodile da unterwegs sind und im Zweifel wirklich besser drauf aufpassen, als einfach davon ausgehen, dass das so unglaublich unwahrscheinlich ist, dass das schon nicht dazu kommen wird, dass hier wirklich Krokodile auftauchen, aber letzteres ist der Fall. Ja? Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass selbst in Ottos Krokodilbucht tatsächlich gerade ein Krokodil vorhanden ist. Sehr unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, wenn eins da wäre, dann wäre Otto Spielwiese oder wie sie heißt, ein schöner Aufenthaltsort für das Krokodil. Ich würde mir da also wirklich überhaupt keine Sorgen drum machen, dass das ein Thema wäre. Und ansonsten, wenn da ein Krokodil anwesend wäre, besteht durchaus die Möglichkeit, dass die mal einen Mensch mampfen. Das kommt vor. Das ist so in etwa wie mit Haien oder Wölfen. Wölfe vielleicht noch ein bisschen weniger als Haie oder Krokodile. Von denen gefressen zu werden, ist häufig einfach ein Missverständnis und kann deutlich häufiger passieren als beim um einiges intelligenteren Wolf. Jetzt will ich nicht Krokodile oder Haie als blöd erklären, gar nicht. Aber ja, Wölfe sind extrem intelligente Tiere und ich war keine Ahnung, wie es mit Haien aussieht. Ich meine, die sind aber auch recht stark instinktgesteuert und jetzt nicht durch besonders hohe Intelligenz bekannt. Krokodile sind es definitiv nicht. Die sind relativ, ja, blöd möchte man nicht sagen, aber die denken nicht so viel nach, hat man den Eindruck. Ja, wie viele Reptilien sind sie eher... Ja, man muss da vorsichtig sein. Nicht, dass nachher die Reptilienlobby kommt und mich als böse bezeichnet, weil ich sage, Krokodil ist blöd. Und da kommt es also häufiger zu Verwechslungsmaßnahmen, beziehungsweise die fressen halt, die können alles fressen. Alles, was irgendwie zu kriegen ist, können die, also und aus Fleisch besteht vorzugsweise, können die irgendwie gefressen bekommen. Ja, und das tun sie auch. Und weil sie eben so ein breites Beutespektrum haben, gibt es auch keinen vernünftigen Grund, warum da nicht auch Homo sapiens theoretisch dazugehören sollte, wenn Homo sapiens blöd genug ist, denen mehr oder weniger ins Maul zu spazieren. Also ja, da hat er schon nicht ganz Unrecht, der liebe Sascha, dass das Menschenfresser sind oder zumindest sein können. Da habe ich noch ein Foto von Sascha seinem Wasserloch. Das würden wir noch kurz diskutieren. Also der Sascha ist ja relativ begeistert von seinem Süßwasser, was er da gefunden hat. Jetzt muss man da allerdings eben dazu sagen, das sieht jetzt gar nicht mal so super frisch und super toll aus. Liegt daran, dass wir bereits im unteren Bereich von dem, so tief wie wir gucken können hier aus dieser Perspektive, einen Hauch einer Trübung feststellen können. Das ist jetzt zwar nicht viel, aber zumindest den Hauch einer Trübung. Andererseits muss man sagen, hat man eine PET-Flasche zur Verfügung. Das hat der Sascha ja und das haben wir ja auch im Video gesehen, dass er sich da Wasser in seine PET-Flasche schöpft und in der PET-Flasche sieht das dann relativ klar aus. Also die sind saumäßig praktisch, um die Trübung von Wasser einzuschätzen, ebenso die Färbung von Wasser. Es ist also klarer, als es hier auf den ersten Blick aussieht. Was wir allerdings trotzdem haben, ist da unten drin so ein bisschen vermodertes Zeug und offensichtlich einen modrigen Belag des Grundes dieser Wasserquelle. Und in diesem modrigen Belag können eben alle möglichen Mikroorganismen, Bakterien und solche Sächelchen halt eben unterwegs sein. Fische hat es da drin auch. Das ist auch nicht unbedingt ein gutes Zeichen, weil die Fische müssen sich ja auch von irgendwas ernähren. Das bedeutet, da sind Nährstoffe im Wasser und diese Nährstoffe sind dann auch wieder für Bakterien gut. Und das bedeutet also im Umkehrschluss, man kann sich niemals sicher sein in einem offensichtlich belebten Gewässer, ob da nicht auch was drin lebt, was uns krank machen könnte. Und je nachdem, wo man sich auf dem Planet befindet, ist das eben wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher und in den Tropen ist es sehr wahrscheinlich, weshalb es trotzdem sein kann, dass der Sascha das jetzt reihenweise in riesigen Mengen säuft und ihm passiert nichts, aber eben auch sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass er sich dabei potenziell einen bösen Durchfall oder Ähnliches holen kann oder schlimmstenfalls sogar noch Schlimmeres. Da kann man sich nicht ganz sicher sein. Aber immerhin hat es keinen Algenbefall. Das hatten wir ja schon besprochen. Wasser mit Algen, ganz eine blöde Idee. Übrigens zum Vergleich, hier mal noch den Tümpel, aus dem der Fritz nicht trinken wollte.
wollte, den wollte ich auch gerne nochmal diskutiert haben. Das gibt es auch an zwei, drei anderen Stellen zu sehen, diese seltsame Färbung des Wassers. Hier kommt er. Ja, und für diese mögliche Färbung könnte es jetzt verschiedene Ursachen geben. Das Erste, was mir eingefallen ist, so rein spontan, war tatsächlich vielleicht, ist das tatsächlich so, dass wir hier den Einfluss von eben diesen Chemiewaffenexperimenten, die auf der Insel stattgefunden haben, sehen und dass irgendwelche Chemikalien sind, die davon übrig geblieben sind, im Wasser gelandet sind und sich jetzt hier in diesem tiefen, relativ tiefen Becken sammeln. Was auch immer sein kann, ist, dass es schlicht und ergreifend die Lichtbrechung bei nicht 100% klarem Wasser ist. Das heißt, das Wasserchen, das ist auch kleine Wasserfall, da hinten ist jetzt gar nicht mal so winzig, fließt durch die Gegend, spült dabei kleine Partikelchen aus dem Boden und diese wiederum sammeln sich dann im ersten großen Becken, wo das Wasser ankommt und das ist das, wo der Fritz hier steht. Und wenn das jetzt tiefer ist, als man denkt, und das könnte theoretisch zumindest sein, man kann das ja schon erkennen, dass da eine gewisse Tiefe vorhanden ist, dann sind das auch viele dieser Partikel. Und je nachdem, wie die Sonne jetzt steht, und das tut sie mehr oder weniger zu der Zeit wahrscheinlich ungefähr mittags, in den Tropen ja im absoluten Zenit, also nahezu senkrecht auf die Erde runterscheinend, dann kann es also sein, dass das recht schnell milchig erscheint. Diese blauen Lagunen und solche Sachen, die man aus den Tropen kennt, ist häufig auch sehr, sehr gute Wasserqualität und einfach deswegen blau, weil das mit der Lichtbrechung und dem Einfluss der Sonne und der Tiefe des Gewässers in Verbindung steht. Nichtsdestotrotz, das kann man hier nicht wissen und daher ist genau die richtige Reaktion, das nicht zu trinken, zumal da offensichtlich Partikelchen, die für die Lichtbrechung verantwortlich sind, im Wasser vorhanden sind, kann es auch immer sein, dass an den vorhandenen Partikelchen wiederum wer anders dran klebt, zum Beispiel wieder ein Bakterium und das könnte uns jetzt alternativ wieder krank machen. Bedeutet, je klarer das Wasser, aus dem man trinkt, desto besser. Das kann man sich also so grundsätzlich merken und trinkt man aus einem nicht klaren Gewässer, dann muss man schon gute Gründe haben, weshalb man das trotzdem riskiert. So, weiter im Text. Und jetzt trinkt der Sascha ja nicht direkt aus seinem Wasserloch, jedenfalls nicht mehr als dieses kleine Probiererchen, sondern füllt sich das Wasser in eine PET-Flasche, die er gefunden hat, und schmeißt es in die Sonne, um es UV desinfizieren zu lassen. Zumindest habe ich das jetzt so interpretiert. Ich denke, so war es aber auch. Ich weiß nicht, wie lange er das in der Sonne hatte, weil gefühlt trinkt er direkt danach wieder einen Schluck. Das sollte schon 4 Stunden oder was in der Sonne liegen. Je nachdem, wie intensiv die Sonne ist, wenn sie also weniger intensiv als Knallebolle heiß ist, dann auch etwas länger, ist immer schwierig zu sagen und wie sehr man auf Nummer sicher gehen soll. Es gab auch schon Leute, die meinten, 2 Stunden reicht aus bei intensiver tropischer Sonne. Ich würde mal sagen, grob 4, länger ist besser, aber wenn man wirklich so richtig Bolle Durst hat, dann sollte man halt einfach diese 4 Stunden irgendwie noch überleben können und danach kann man dann sich auch Sitt trinken. Heißt das so? Ja, ich glaube. Ja, es war ja mal so eine große Aktion, was das Wort für nicht durstig eigentlich sein soll. Das wurde dann ausgelost, beziehungsweise jeder konnte einen Vorschlag einsenden und dann ist es im Duden gelandet. Was auch immer. Ich meine, das wäre Sitt gewesen, dass man satt und Sitt ist, weil man keinen Durst verspürt. Ja, so viel zum Sascha. Ja, und das Ding wurde ja dankenswerterweise bereits im Video selbst bestimmt. Stand ja schon da der Sandbüchsenbaum. Der heißt so, weil der Samen, zu dem komme ich gleich, gerne mal so kleine Schälchen hinterlässt. Sieht so ein bisschen wie eine halbierte Kokosnuss aus, oder eher eine geviertelte Kokosnuss. Und in diese Schälchen hat man gerne Sand reingetan, sehr feinen Sand, den man als Löschsand gebraucht hat beim Schreiben mit Feder und ja. Tinte, schlicht und ergreifend. Da musste man immer mal wieder Löschsand auf sein Geschriebenes streuen, damit einem die Tinte nicht ständig verschmiert ist und das im Endeffekt dann ein schönes Dokument ohne Tintenflecke gegeben hat. Und diesen Löschsand hat man gerne eben in die Schalen von dem Ding, dieser Pflanze hier reingepackt. Drum heißt die so. Gut, es ist wieder eine Euphorbie, also ein Wolfsmilchgewächs. Das bedeutet, die hat wiederum so einen weißen Milchsaft, wenn man sie irgendwie anpiekt. Und wenn der da austritt, hast du ein Problem, weil eben fast bei allen Euphorbien, nicht nur beim Äpfelchen oder kleines Äpfelchen des Todes oder wie auch immer man dieses Ding jetzt genau nennen möchte, ist auch hier der Milchsaft, der aus der Euphorbie austritt, hochgradig giftig.
und hautreizend. Also wenn man den irgendwie abbekommt, ist das keine so schöne Sache. Es ist daher, das kann der Sascha aber natürlich nicht wissen, keine gute Idee, zwischen zwei Euphorbien mit giftigem Milchsaft zu übernachten, weil, was insbesondere auch beim Todesapfelbaum so sein kann, dass wenn stark regnet, sogar ein teilweise dieser Milchsaft da rausgespült wird, aus den Blättern gespült wird oder abgespült wird, wenn er irgendwo ausgetreten ist und dieser im runtergespülten Zustand bereits ausreicht, wenn man damit in Kontakt kommt, um eben entsprechende Hautreizungen hervorzurufen. Ist also wirklich nicht so unbedingt der beste Ort, davon abgesehen, wenn ihm zwischen den beiden Stämmen irgendwie das Seil reißt oder er da runterfällt und sich dann eben an diesen Stacheln wehtut, was ihm ja auch bereits passiert ist, dann gibt das eben kleine Wunden und wie er vollkommen richtig auch bemerkt, können die sich in den Tropen außerordentlich schnell entzünden, heilen sehr, sehr langsam, eitern sofort. Das liegt einfach daran, dass wir ideale Brutkastenbedingungen für verschiedene Bakterien und Krankheitserreger haben, die da einfach, sobald sie irgendwo was finden, wovon sie sich ernähren können, sich auch unglaublich schnell vermehren, weil die Vermehrungsrate eben direkt proportional zur Außentemperatur tatsächlich ist. Ja? Also ganz böse Sache. Und ja, so viel zum Sandbüchsenbaum. Ich kenne den tatsächlich persönlich, habe ich mal einen in einem botanischen Garten zumindest gesehen. Als wild wachsend kannte ich ihn so noch nicht. Also von daher herzlichen Dank an Sascha fürs Finden und Zeigen. Sehr spannend. Und jetzt ist botanisch natürlich hier bei dieser Pflanze noch eine ganz, ganz große Besonderheit zu erwähnen. Dazu mal hier eine botanische Zeichnung. Ja, und da können wir nochmal die Blätter sehen, auch die Blüte sehen, was wir ja beim Sascha im Bild nicht so sehen. Die jüngeren Triebe sehen dann so aus wie unten rechts, also so leicht bestachelt, aber der Stamm behält eben seine Stacheln über seine komplette Lebensdauer. Das ist eine ganz angenehme Sache, weil lieber rennst du in die Stacheln, als mit dem Milchsaft in Kontakt zu kommen. Ja, wobei, da kann man sich streiten. Aber die Besonderheit liegt jetzt in dem Samen hier unten. Das ist ein sehr großes, ja, stilisiertes Exemplar. Aber jetzt muss man sich vorstellen, der hat eine hölzerne Schicht. Also das Äußere dieses Samens, das was so ein bisschen aussieht wie eine tolle Kette für Sandgelenk, in der Bildmitte unten, der ist außen aus Holz. So, und jetzt trocknet dieses Holz während des Reifungsprozesses des Samens tatsächlich so weit aus, dass es durch diese Rundung zu Spannungen im Holz kommt. Ja? Also das spannt sich und spannt sich und spannt sich und je ausgetrockneter es wird, desto gespannter ist es. Letztendlich funktioniert das im Grunde wie ein gespannter Bogen auf kleinem Raum bei sehr festem Holz. Das sind also außerordentliche Kräfte, die da dann irgendwann als Spannung im jetzt fertig gereiften Samen wirken. Und das Resultat ist dann, dass irgendwann die Spannung so groß wird, dass der Samen quasi explodiert. Also es gibt dazu keinen Feuerball und ähnliches, aber Peng macht es trotzdem. Und der platzt und die Einzelteile des Samens, das sehen wir links vom Samen, zum Beispiel eine solche Samenschuppe, wo dann auch der eigentliche pflanzliche Keimling bzw. Embryo drin sitzt, der wird dann mit dieser Explosion angeblich mit 250 km/h, ich habe keine Ahnung, wie man das gemessen haben möchte, aber das kann man so nachlesen. Wird er durch die Landschaft katapultiert und fliegt bis zu 45 Meter weit. Letzteres kann man sehr gut überprüfen, aber wie schnell er das tut, da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Das ist ein ähnliches Prinzip wie bei uns mit dem Springkraut. Wer schon mal ein Springkraut gesehen hat, indisches Springkraut oder das heimische kleine gelbe Springkraut oder ist auch drüsige Springkraut genannt, ist egal. Jedenfalls Springkräuter arbeiten nach demselben Prinzip, aber mit viel weniger Power, weil die halt eben die nicht verholzen, sondern lediglich bloß normale grüne Pflanzenmasse zur Verfügung haben, nicht einen gespannten Holzbogen in Anführungszeichen. Ja, also das ist für uns als Survivalist auch wieder ein interessantes Thema, weil wenn da tatsächlich reife Samen sich gerade an diesem Baum befinden, dann wäre es wiederum eine schlechte Idee, darunter zu übernachten, weil wenn die mit 250 km/h durch die Gegend geschossen werden und man bekommt die ab, dann ist das vielleicht nicht tödlich, aber es tut bestimmt sehr weh. So, und damit zurück zum Text. Aber jetzt wäre noch zu Fritz seiner Wasserquelle was zu sagen. Ich hatte es ja auch schon erwähnt. Alles, was der Fritz da erzählt, bezüglich, dass das dann durch den Stein und durch das Gehstein und den Boden und so weiter ganz wunderbar gefiltert ist und dann problemlos trinkbar sein sollte, was da raustropft, da hat er vollkommen recht. Genau so ist es tatsächlich. Alles, was wir als Quellwasser kennen, ist auch nicht anders gefiltert als das, was da jetzt gerade bei ihm aus dem Stein tropft. Im Grunde ist das eine Quelle. Wir finden in tropischen Lebensräumen
Bergräumen sehr häufig irgendwelche tropfenden Felswände oder Wasserausbrüche an den unmöglichsten Stellen, wo es bei unseren normalen mitteleuropäischen Niederschlägen niemals reichen würde. Aber da, wenn es da regnet, dann regnet es da so richtig und diese Lebensräume sind so dauernass, zumindest in der Lebenszeit, Regenzeit natürlich, dass da einfach ein Überfluss an Wasser überall hinkommt und dann tritt das auch überall aus. Da es eben gerade in der Regenzeit nicht lange dauert, bis das Wasser von angekommen und wieder austretend an der Stelle, wo es abgefangen wird, unterwegs ist, hat es auch gar nicht so viel Zeit, um unterwegs kontaminiert zu werden. Das bedeutet, die Chance, dass das irgendwie verunreinigt war, als es versickert ist, ist nicht sehr hoch. Könnte aber trotzdem der Fall sein. Aber selbst wenn es das war, dann sollte das bisschen, schon die ziemlich gute Filterung durch 2, 3, 4, 5 Meter Boden, durch die das durchgerauscht bzw. langsam sich durchgepresst hat, sollten dann schon ausreichen, um sicherzugehen, dass da garantiert keine bösen Keime und Ähnliches mehr drin sind. Ja? Also das hat der Fritz wirklich völlig richtig erklärt. Da kennt er sich offenbar inzwischen aus. Mindestens inzwischen, weiß nicht, wie lange er das schon weiß, aber das war wirklich völlig gut. Ja, da gibt es nichts hinzuzufügen, wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Und das ist wirklich so ziemlich die einzige hundertprozentig ready-to-drink sichere Wasserquelle, die man in den Tropen überhaupt finden kann. Ein Wasser, das gerade irgendwo direkt aus dem Stein, aus dem Boden austritt, wo man den Zufluss, falls es einen Zufluss gibt, gar nicht mehr sieht. Und das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass das Wasser schon länger unterirdisch unterwegs ist. Gut, und dann habe ich zum Schluss noch aufgeschrieben, bevor dann der Knossi in seinen Ast reintritt und uns vorher noch ein wenig lustig unterhält. Die Sabrina hat Hunger. Jetzt muss man mit sowas heutzutage ja ganz, 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 ganz vorsichtig sein, sonst wird mir entweder unterstellt, dass ich dünne Leute schlimm finde oder dicke Leute schlimm finde. Keins von beiden ist der Fall. Aber die Sabrina hat ja, das ist nun mal eine Tatsache, ein ziemlich gesundes, für Zivilisationsleben zumindest, was auch gut und richtig ist, ne? Gar keine Frage, ein sehr gesundes Verhältnis von Körpergewicht zu Körperhöhe. Ja? Das sehen wir ja bei den Kandidaten jeweils eingeblendet, was die für ein Startgewicht mitbringen. Und da ist es häufig ein Phänomen, das habe ich erstens schon ganz oft mit irgendwelchen Tourenteilnehmern gehabt und zweitens auch schon viele Leute, die ich gut kenne, Ähnliches erlebt, dass solche schlanken Personen, wie jetzt eben die Sabrina, zwar grundsätzlich super sportlich und so weiter und so fort, aber eben auch recht schnell ein Hüngerchen bekommen und dann auch gerne Schwierigkeiten haben, beziehungsweise früh in den Punkt kommen, wo ihnen dann der Blutzuckerspiegel ein bisschen absinkt und sie dann schnell müde werden, schnell erschöpft sind, weil sie eben es gewöhnt sind, eine regelmäßige Nahrungszufuhr zu bekommen und da eben nicht allzu viele Reserven haben an langfristig verfügbaren Dich-Fit-Halte-Kram. Ja, also die Fasterei, 7 Tage Fasten, das kann für manche Leute, das hängt auch immer, wie gesagt, vom individuellen Typ ab, teilweise auch von der Erfahrung, ob man schon ein paar Mal gefastet hat und so weiter, aber gerade bei schlanken Personen schnell dazu führen, dass es einen deutlichen Energieverlust, einen gefühlten, der auch tatsächlich vorhanden ist, Energieverlust erzeugt und damit muss man dann auch irgendwie umgehen und damit klarkommen. Und ich habe das Gefühl, ich will da gar nichts Böses unterstellen, überhaupt nicht, dass man das gerade bei der Sabrina sehr, sehr schön und ein Stück weit Stereotyp sehen kann, dass sie von ein bisschen Sägen und ein bisschen Schelterbau, das ist gar nicht so ein bisschen, natürlich ist das anstrengend, ja, wäre bei mir, ich wäre da auch platt, keine Frage, aber das macht ihr schon sichtbar zu schaffen und das könnte eben unter anderem eben damit zusammenhängen, dass da schon bereits gerade bei schlanken Leuten recht früh so ein Energiedefizit ein Stück weit eintritt. Also das ist physiologisch durchaus nachvollziehbar und etwas, was ich, wie gesagt, auch schon bei anderen sehr schlanken Leuten beobachtet habe. Das heißt jetzt trotzdem nicht in keinster Weise, dass Schlanksein schlecht sei. Im Gegenteil, das ist hochgradig gesund. Wer mal halt tatsächlich da eben das ein oder andere unnötige Pfund an Gewicht mit sich herumschleift und damit sein Herzinfarktrisiko wahrscheinlich erhöht und die für diverse andere Krankheiten super empfänglich ist und wahrscheinlich mindestens 10 Jahre früher stirbt wie irgendwer Schlankes. Aber man hat
Energiereserven. Ja, und das ist dann tatsächlich für so ein langfristiges Überlebensszenario einfach auch ein Vorteil, den der Dicke mitbringt, oder der halbwegs Dicke zumindest, da ja, erstmal ziemlich lange von der Substanz leben zu können, bevor man dann dringend darauf angewiesen ist, irgendwie an verfügbare Nahrung ranzukommen. War mir einfach jetzt wichtig und ist mir einfach in diesem Zusammenhang aufgefallen. Ich hoffe, damit habe ich jetzt niemandem auf den Schlips getreten. Zu irgendwas muss das ja gut sein, wenn man mal ein paar Kilos zu viel in der Gegend rumschleppt. Und ja, ne? Gut. Das waren also so die Dinge, die ich da dringend noch anzumerken und hatte. Ich hoffe, da war ein bisschen was Interessantes dabei, was euch irgendwie weiterbringt. Wenn nicht, auch nicht schlimm, aber dann habt ihr jetzt einen Haufen Lebenszeit verschwendet und ich habe ein paar Watchtime-Minuten mehr. Also, irgendwer von uns profitiert immer, gell? Also, mach jetzt, gell ist badisch für nicht wahr. Mach jetzt gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.